Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Shakes and Fidget. Wir machen hier wieder weiter. Ich habe mal wieder Lust bekommen. Ich werde auch noch ein paar Quests, denke ich, schon noch machen. Oh, wieder ein Level Up, das ist sehr gut. Und ja, wir versuchen hier noch ein paar gute Gegenstände hier zu bekommen, damit wir auch ein bisschen mehr, oder was heißt mehr, besser ausgerüstet sind. Zurzeit gibt es halt auch nicht so viel. Ich habe halt nur ein bisschen Geld gesammelt, wie ihr hier oben seht, so ein bisschen gedreht. Und ja, es gibt halt bis jetzt für mich nicht so viel zu tun. Ich habe keine Pets freigeschaltet. Ich habe bin halt noch sehr am Anfang, deswegen gibt es halt nicht so viele Videos. Aber ab und zu kann man ja so ein paar Quests machen. Einfach mal das Verfahren. Ja. Und ja. Das ist halt auch nicht einfach, weil man halt noch ein bisschen unterlevelt ist. Also das heißt unterlevelt, man hat halt auch nichts, was ich jetzt richtig zeigen kann. Wir sind ja erst Stufe 18 und das dauert noch sehr, sehr lange, bis wir irgendwie was freigeschaltet haben. Zum Beispiel bei der Festung hier können wir erst ab Level 25, das heißt noch 7 Leveln. Da kann ich euch leider auch leider noch gar nichts zeigen. Genau, ich habe noch ein paar Gegenstände bekommen. Das heißt, ja, durch die Quests und so. Lebensenergie könnte ich mitnehmen, aber... Naja, dann verkaufe ich das erstmal, weil das brauche ich ja nicht. Ich wollte schon was mit Intelligenz. Nehmen wir das einfach mit. Das ist ja auch okay. Dann tun wir das halt verkaufen. Und ja, das ist halt auch nicht einfach. Und ja, dann auch schnell hier noch ein bisschen was ausgeben an Gold, weil ja. Ist halt auch nicht so einfach. Ja, ein bisschen hier ausgeben hier, damit wir hier schön und gut ein bisschen gut stark sind, damit wir auch mal ein paar Dungeons machen können. Weil ich weiß nicht, ich würde schon gerne ein paar Dungeons hintereinander gerne mal schaffen. Da muss ich halt schon ein bisschen drauf arbeiten, dass ich halt ein bisschen schneller bin. Stärker bin. Also nicht schneller, schon eher gesagt stärker. Ja, es dauert jetzt ein bisschen. So hier ganz schön ein bisschen aufwerten. Damit wir hier perfekt für die Dungeons sind. Je nachdem, wann wir die halt natürlich machen. Na, wir dürfen schon fast kein Gold mehr haben. Ach, mein Gold. So, sehr schön. Ich denke, es ist alles balanciert. Dieser Dungeon haben wir zwar, könnten wir vielleicht schon machen. Aber machen wir es einfach mal. Wir testen einfach mal. Ob ich gerade gesagt habe, wir machen es nicht. Wir werden auch mal was Spannendes haben im Video. Komm schon, wir schaffen es gegen den widerlichen Wiedergänger. Haben sogar besiegt, sehr schön. Und haben ein bisschen Erfahrungspunkte. Können wir noch einen machen? Wir probieren einfach noch einen. Vielleicht schaffen wir es ja, den auch noch zu besiegen, was sehr knapp wird. Komm schon, noch ein Crit. Okay, 13 noch geschafft. Ist in Ordnung, kann ich mitleben. Das war echt knapp. Und ja, ich würde sagen, beende ich das Video. Ich hoffe, es hat trotzdem gefallen. Im nächsten Video werde ich mal schauen, was wir da machen werden. Ich denke mal wieder ein paar Quests machen, weil wir können halt wirklich nicht so viel machen. Und wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch geben. Und bis zum nächsten Mal von Shakes and Fidget. Bis zum nächsten Mal. Ciao.